Und einen schönen Boschi-Tag wünsche ich euch. Einen schönen Donnerstag. Meine Freunde, wie geht's? Wie steht's? Ich hab Bock. Ich hab Bock. Ich hoffe, das Zahnrad ist dort, wo wir das letzte Mal vorbeigelaufen sind. Damit wir in die Mario-Welt kommen. Und natürlich noch in die World of Warcraft-Welt. Aber, pst. Ich hab gesagt gerade, wenn Cheaterman mir auf die Eier geht. Oh, wer futzt denn da schon rum? Hallo Olli. Hallo Bolzi, wie geht's euch? Oh Leute, übrigens, ich habe auch hier neue Beleuchtung. Ich habe jetzt zwei Softboxen hier. Die leuchten hier meinen neuen Greenscreen hier an. Und ich hoffe, es sieht jetzt ein bisschen besser aus. Muss nur klar ein paar Feinheiten machen, aber es sieht bisher super aus, finde ich. Wie geht's euch? Mir auf jeden Fall fantastisch. So. Ich hatte noch kurz Streit mit meinem Internet, aber das habe ich schnell lösen können. Jetzt sieht man noch besser, wie scheiße du aussiehst. Ja, halt's Maul, Bolzi. Ehrlich. Und das noch in Caps Lock Style. Eigentlich müsste ich ja dafür, ne, einen schönen Timeout geben, Mr. Bolzi. Ja? Du hast mal in den Spiegel geschaut. Ah. Ist es ein Päckchen angekommen übrigens für mich, ja? Hier. Ich hoffe, der Herr Gregorius kommt gleich noch. Weil ich glaube, das ist von ihm. Ich bin mal gespannt, was da drin ist. Tu es! Ja, sorry. Darf ich mich nicht mal ein bisschen mental vorbereiten, ja? Und euch begrüßen. Hallo? So viel Zeit muss sein, oder? Aber, okay, ich rede nicht weiter. Ich sage, herzlich willkommen zu meinem Stream. Herzlich willkommen zu I Wanna Be The Boschi. Für die Leute, die noch ein bisschen neuer dran sind. Wir haben es durchgeschafft auf Easy Mode. Und jetzt kommen noch so ein paar Secrets dran. Ne, du wolltest kicken. Er kickt noch nicht, nur Timeouten. Das heißt, er kann 10 Minuten nicht schreiben. Ja, kicken kann ich ihn auch, ja, aber das muss nicht sein. Er ist ja einer von meiner besten Viewern, genauso wie du, Olli. Kick deine Mutter, ey. Benimmt euch, ja? Benimmt euch. So. Fangen wir an, oder? Auf geht's. Wir sind im Teleport-Room, ne? Ja, genau. Das heißt, wir müssen noch mal in die Welt 7. Die ist da unten. Fuck yeah. Aber wir müssen das, den Scheiß mit dem Graf nicht mehr machen. Du Penner. Oh, hier war ja Tag, alles gut. Oh, was ist denn hier eigentlich? Oh, what? Moment. Ah ne, das ist der Anfang, okay. Kurzer Moment. Okay. Jo, hau mir das Steak in die Klammer. Alles klar. Dann wünsche ich dir guten Hunger, Mann. Das klingt echt nice. Ups. Diese
Nice. Ja, dieser Part ist echt nervig. Nice. So. Fuck yeah. Oh nein. Hallo? Shit, ich hab vergessen auf OK zu drücken. Ach weh. Okay, okay. Oh nein! Moment, es ist... Ja, sorry. Muss ja springen drücken, nicht nach oben. Hier. Ganz vergessen. Emotional Damage! Doch, ist alles cool. Komm, es war aber erst unser 20. Death des Tages oder so. Nicht so schnell! Nicht so schnell! Ist das ein Shit-Part? Komm schon. Du lass dich jetzt schon kaputt, Olli. Echt? Schöne Schadensfreude hier. It's bashy time. Okay, let's go. Holy shit. Okay. Oh, jetzt kurz nochmal Augen schließen, bitte. Jetzt kommt der Krebsraum. Go to the station. I will send you to Jesus. Batz. Ups. Ach, Boschi. Money! Die ersten Versuche sind immer so gut, ne? Oh,
die mit. Okay. Okay. Es ist vorbei, Leute. Ups. Oh. Ups. Okay. Yes! Oh, ist das halt so ein knapper Spot, ey. Hey, 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 hey. Nice. Lauf, kleiner Boschi. Nein. Shit. Okay, let's go. Hier müssen wir aufpassen. Fuck yeah. Kann es hier schon irgendwo sein? Muss es doch da nach rechts gehen. Ich save jetzt hier mal nicht. Irgendwo muss es da nach rechts gehen. Oder hier hoch. Hier. Mal hier. Also hier ist nichts. Na, ich kann jetzt hier absaven, weil hier ist definitiv nichts. Ich gehe einmal noch zur Sicherheit nochmal hoch. Schieß mal die Wand oder so. Nee, definitiv nicht. Okay. Thank you.
Perk hier. Fuck yeah. So. Okay, hier kann ich ja eigentlich saven, hier rechts. Das? Hier ist nichts. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Ich hab's gefunden. Nice. Okay. Hier in dem scheiß Safe. Hoffentlich, komm, gib mir die Gear. Nice! Metal Gear Acquired! Appa! Nice! Wir haben's. Jetzt müssen wir hier nochmal zum Mega Man Fight kommen. Damit wir in den Teleporter können. Aber ich hab's ja jetzt, ja? Ja. Okay. Shit. Bin ich easy hier, ne? Ah. Ups. Thank you.
Danke. Oh nein. Sprungtaste nur anhauchen. Knapp. Schon. Das ist echt meine Hassstelle in Level 7, ne? Knapp! Durchatmen. Jemals First Try schaffe hier. It's Special Time. Komm, ich will die Mario Welt sehen. Lass mich jetzt da durch. Komm schon. Ich weiß wirklich, wie ich stehen soll. So, das Problem ist wirklich, diese Sprungtaste nur anzuhauchen. Mit der Mechanik-Tastatur.
ist das echt gar nicht so einfach. Jetzt. Shit. Ah, Krüppelchen, hallo, wie geht's dir? Mir geht's prächtig. Schönen Donnerstag wünsche ich dir. Um einmal Just for Fun. Jaycee, auch dir ein Hallöchen, hallo. Wie geht's euch? Oh, Migräne ist wieder weg. Nice, nice. Schön, dass es euch gut geht. Wir haben das Zahnrad. Wir können jetzt endlich in die Mario-Welt. Remix habe ich echt vermisst. Stirb. Ups. Egal, komm mal, Leute. Das machen wir irgendwann. Spätestens im Normal Mode nochmal. Jetzt gehen wir in die Welt 1. Fuck yeah. Kommt ihr alle gerade von der Arbeit? Stimmt, oder? Hops. Fuck yeah. Fuck yeah. We'll be right back.
hier, okay. Nachdem ich mir eine Tablette reingekiffen habe. Okay, okay. Schön, dass es dir nochmal gut geht. Zum richtigen Zeitpunkt, Jay-Z. Zum richtigen Zeitpunkt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ups. Und das wird das gerade nicht so. Ja, das stimmt. Das gebe ich dir recht. Ich habe auch gehört, ein Unwetter treibt sich momentan durch Deutschland. Ich habe da vorhin nur ein kleines bisschen was im Himmel gehört, aber gesehen habe ich jetzt nichts bei uns hier im Saarland. So, wir können jetzt da hoch. Ja, jetzt geht dieser Elevator. Hier ist die Weltuntergang im Sauerland. Ja, es ist auf jeden Fall stark bewölkt bei uns und man hört auch manchmal so das Unwetter. Jetzt ist Sonnenschein. Ja, momentan ist wirklich. Oh, ist das wechselhaft, Leute. Deswegen auch Migräne, denke ich, ne? Aber guck mal hier. Das ist einfach nur die komplette erste Welt, anscheinend, ne? Guck mal hier, wie nice. Ups. Gulli-Dicke sind hochgekommen. Wow, okay, das ist ja echt heftig. Aber die Dächer sind noch ganz, oder, Grübitschen? Mario unlocked. Nice. Das war das nächste Secret. Jetzt fehlt nur noch eins. Oh, ich habe die Seite gar nicht auf. Ich muss mal gerade googeln, wo wir hin müssen. Für die World of Warcraft Welt. Jetzt bei uns ist dann wohl im Gewitter und morgen wird dann und mal sehen. Okay, okay. I wanna be the Boshi Secret Worlds. So, Secret World 4, World of Warcraft. This area is located in World 7 schon wieder. Under the screen where you get in the plan. Okay, okay, Leute. Wir sind schon wieder in Welt 7. Schon wieder in die Random World. Ganz normal. Oh, das steht auch noch so, wie es im Juli letzten Jahres immer. Dann ist ja alles gut. Dann ist ja alles gut. Weiß noch, wo Hagelkörner runtergekommen sind und mindestens
also die Autos, die draußen gestanden haben, und allen einen Lackschaden gehabt, einen Hagelschaden. Das war nicht so toll für die Versicherung. Aber die haben Kohle, oder? Versicherung hat ja Kohle ohne Ende. Das war halt letztes Jahr, das stimmt. Ich habe da auch so meine Erfahrung mal gemacht. Ich war beim Summer Breeze Festival. Das ist aber schon ein bisschen länger her. War auch in so ein heftiges Gewitter. Irgendwann morgens um 5 Uhr. Du bist sozusagen vom Gewitter aufgeweckt. Das war so cool, weil ich habe am. Das war das erste Mal, wo. Also, ich habe mir ein Wurfzelt gekauft. Ja. Das war auch das erste Mal, wo ich das benutzt habe. Und das Lustige war, da kann das Ding wedeln, wie du willst. Ja, da kann da die Luft kommen, wie du willst. Ja, da kann ein Besoffener drauffallen auf diesen Wurfzelt. Ne? Das, sobald der nochmal aufgestanden ist, steht das nochmal wie eine 1. Ne? Deswegen Wurfzelte sind saugeil, sind saupraktisch. Und auf jeden Fall nachts um 5 Uhr, mein Zelt wedelt so hin und her. Ja, und ich mache dann auf einmal kurz das Zelt auf, direkt eine Wasserfontäne auf mich gebrieselt. Und als ich da mal rausgucken wollte, ist auf einmal wirklich, die haben auf dem Zeltplatz, haben die so Säulen gehabt, ja, mit A, B, C, D, E, wo du genau ungefähr von Weitem sehen kannst, wo dein Zelt ist halt. Und da ist halt genau ungefähr 100 Meter weiter ein Blitz reingeknallt. Und das hat gescheppert. Das hast du auf dem Boden spüren gemerkt. Wirklich. Das war heftig. Phoenix, zwei Wochen später war er direkt auf das schlimme Hochwasser und so. Ja. Daran kann ich mich noch erinnern. Wir waren auch in... Ah, da unten ist der Teleporter. Wir waren auch letztes Jahr in so einer Ferie in Talfang. Das ist in der Nähe von Bitburg. Da war ja auch die... Alles überschwemmt, wirklich alles. So, wir sind in der World of Warcraft Welt. Ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Okay. Wohin? Muss ich mich einloggen oder was? Wo muss ich denn lang? Hä? Komm ich auch nicht weiter. Wo muss ich denn lang? Kann ich mich noch gut dran erinnern. Das war auch schon heftig. So, was muss ich hier machen? Wo muss ich lang? Boden ist tot. Okay, dann schießen. Nein, auch nicht. Hier in die Mitte vielleicht direkt? Nein, auch nicht. Holy shit, was muss ich machen?
Ja. Ich glaube, ich muss mir das gleich mal kurz angucken, wie man da durchkommt. Ich verstehe es nicht. Ich habe so das Gefühl, ich muss mich irgendwie einloggen, aber... wie? Wie geht das? Bin gespannt, wann die Gamescom ist. Ja, da ist immer noch kein Datum raus, oder? Ich spitze sehr, sehr gerne hin. Soll ja angeblich nochmal... also stattfinden, nicht online, sondern... Wo ist die nochmal? Die war mal in Leipzig, aber die ist umgezogen nach Köln, oder? Willkommen, Family. Oh, komm schon. Ja, das wäre cool. Das wäre echt cool. Festival ja auch, ja. Das stimmt. Tammy ja auch. Die kommt ja aus Köln, soweit ich weiß. Ich guck mir das mal ganz kurz an, ja. Gib mir mal eine Sekunde. Ich lass mich ja nicht gerne spoilern, aber was muss ich echt machen? Holy shit. Hallo? So, hier habe ich ein Video gefunden. So, bin ich schon vorbei? Oder ist das Paket da? Joris, das Paket ist noch nicht da. Leider Gottes. Aber I Wanna Be the Boshi ist noch nicht vorbei. Wir sind doch gerade dabei. Aber was hat Moment. Okay, Leute. Ist ja ganz einfach. Ich kann aber so. Lol. Joris, wie geht's dir, Mann? Alles super. Hey, hier kommt nach Erfurt. Fuck yeah. Ja, wir müssen uns sowieso mal irgendwann treffen, oder? Oh, what? It's Bashi time. It's Bashi time. What? It's Bashi time. Yeah. Yeah. Ach, da kam natürlich noch ein dritter. Was soll das? Ah, come on.
Gern. Mir geht's super. Ist das ein anderes? Nee, das ist eine Secret World. In I Wanna Be the Boshi. Danach. Leute, das wisst ihr hier noch gar nicht. Also die meisten wissen das gar nicht. Ja? Nach dieser Welt, ja, kommt der schwerste Boss im I Wanna Be the Boshi. Also, das sagen, glaube ich, die meisten. Weil da, in dieser Welt ist Cheetah Man der Endboss. Der gehört nicht, sage ich jetzt mal, zum... zu der Story an sich selbst. Es ist halt eher so ein Extra. Und da habe ich schon gesagt gehabt, wenn er... Ah komm, ich muss warten, bis die anderen kommen. Ach, da kommen ja noch. Und wenn ich da an ihm zu lange Zeit vertrödele, dann fangen wir direkt an mit dem Normal Mode. Ach. Es ist so mies hier. Ja. Ja. Nice. Welcher Mode ist momentan die Easy Mode? Wir haben ja, deswegen habe ich diese rosa Schleife, ja. Das ist einfach nur als Disrespect, dass ich nur in Easy Mode jetzt durchgespielt habe. Aber Leute, ihr habt gesehen, wie schwer das Game ist, ne? Ich habe gesagt, Easy Mode und dann schauen wir mal. Ich habe am Anfang, wo ich Boshi gespielt habe, habe ich gesagt, Easy Mode und dann schauen wir mal, ob wir noch Bock haben auf den anderen Scheiß. Und jetzt kann ich nicht mehr aufhören. Bin ich süchtig nach dem Game. Super. Boah, das siehst du aber nicht, wann die Hitbox getroffen wird, ne? Mach doch 3D, nicht einen 2D-Plattformer. Ah, Grübitschen, danke für deinen Lurk. Vielleicht bis später. Ich kann hier auch nicht springen, oder was? Im nächsten Screen? Ist doch hübsch, das Streifen, ja. Ist süß, oder? Sowieso, der kleine Boshi ist sowieso ein ganz niedlicher. Stirbt sogar öfters als Kenny. Boah, dieses random Shit. Okay, okay. Ratings Adventure. I hear that a new threat has come in. So elevated at once. You look like the perfect fit for the job. Okay, bringen wir das hin. Goodbye. Oh Gott, das ist Cheetah Man. Das ist der schwerste Boss in I Wanna Be the Boshi. Wie zur Hölle soll ich das ausweichen? Na übrigens, ich muss den nicht killen, da geht's lediglich wirklich nur ums Ausweichen. It's
Und das ist erst der Anfang, die erste Phase. Huh? Ich muss rausfinden, wie das geht. Okay. Und der Cheats gegen Cheats. Nein, ich cheate nicht. Du könntest rein theoretisch cheaten in dem Game. Sag ich jetzt mal, wenn du zum Beispiel Rapid Fire Mode machst, weißt du? Turbo Mode auf deinen Feuer Button. Das geht. Aber das mache ich nicht. Ich will ja meine Errungenschaft spüren. Ja, irgendwie ist alles möglich. Das stimmt aber. Irgendwie ist es möglich, ne? Boah. Allein der Wille zählt, oder? Das stimmt. Du hast vollkommen recht. Wie habe ich das vorhin so schön gemacht? Muss man das in mein Hirn brennen? Ah, okay, noch einmal runter. Ja, ja. Holy fucking shit. Hier habe ich aber keine Killanzeige bei ihm. Schade. Geh kurz weg, Lurk. Alles klar, Joris. Später. Okay, ja, okay. Ich glaube, so langsam komme ich raus. Oh. Ja, okay. Bitte ohne Lags. Also, soweit ich weiß, wenn wir den jetzt noch gekillt haben, haben wir das Spiel auf 100%. Ich glaube, wir haben alle Secrets. Come on! Wo ist eigentlich teuer Chima jetzt? Er hat sich doch auf diesen Boss gefreut. Ha? Das ist... Ich glaube, das ist auch irgendwie random, wie die...
hoch und runter gehen. Oder ich darf keinen Double Jump benutzen hier. Das ist, glaube ich, der Trick. Und aufpassen. Nee, ich brauche meinen Double Jump. Nimm es mal bitte das. Komm schon, Cheaterman. Gib mir eine Chance, komm. Okay, wir gucken mal kurz. Ja. Ist okay. Ja, Ja, wie geht's weiter? Komm. Oh, wer ist denn das? Ja, okay. Er wird immer schneller. Oh, ich glaube, den muss ich killen, oder? Leute, ich mach mal eine ganz kurze Pause. Ja? Hört euch auch bitte was zu trinken, was zu snacken. Und dann... Oh, was ist das? Ups. Und dann sehen wir uns circa in 5 Minuten nochmal, ja? Bis gleich, liebe Leute. Ha ha ha!